Hi Friends, einen wunderschönen guten Mittwoch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin soeben hier ein bisschen in meinem Studio herumgeschlendert und habe überlegt, was gab es lange nicht mehr auf meinem Kanal, was mögt ihr sehr gerne und was gibt es vor allen Dingen Neues? Und demnach gibt es heute ein, ja, ich würde sagen, gutes Fullface mit Drogerie-Neuheiten, Sortiments-Updates, alles, was jetzt so in den letzten 2-3 Wochen in die Drogerie eingezogen ist. Und ich habe wirklich super spannende Produkte hier, einige meiner neuen Favoriten. Und ich freue mich, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, denn ich habe hier wirklich einige Produkte, die für viele von euch sehr interessant sein könnten. Meine Haare haben mittlerweile eine Länge, die nicht mehr ansatzweise zu rechtfertigen ist. Aber das ist so eine Übergangszeit. Wir lassen uns jetzt die Haare lang wachsen. Also, was heißt lang? Mal schauen, wie lange ich durchhalte. Aber ich habe so eine Idee im Kopf und please, stay by me. Wir starten mit dem ersten Produkt und das ist von Essence, das Hydrating Glow Multi-Use Spray. Das soll man für den Körper, für die Haare, fürs Gesicht benutzen können. Ich benutze es sehr, sehr gerne als Primer und als Setting Spray. Das ist ein ganz, ganz tolles Spray. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier sind so kleine, Glitzer da drin. Und das sieht sehr, 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 sehr schön auf der Haut aus. Ich gebe mir mal ein bisschen was ins Gesicht. Das ist sehr erfrischend, vor allen Dingen zwischendrin ist es toll. Das macht einen sehr intensiven Glow. Ihr kennt mich mittlerweile, ich liebe den sehr intensiven Glow. Aber das spendet ein bisschen Feuchtigkeit. Das riecht sehr frisch, ist wie so eine kleine Aromatherapie nach Kokosnuss. Es gibt wenige Gerüche, die ich nicht... Was? Es gibt nicht viele Gerüche, die ich lieber mag als Kokosnuss. I love it. Kostet 1,29 €, glaube ich. Sehr, sehr gutes Spray. Und ich mache gleich weiter mit dem nächsten Primer. Und zwar ist der auch recht neu von Maybelline. Der Fit Me Luminous in Smooth. Ich habe ein komplettes Video zu dem und der neuen Foundation gemacht. Ich lieb's. Also mittlerweile ist das so meine Alltagsfoundation. Ich wechsle immer zwischen der und der Rival de Loup Hyaluron Foundation. Der Primer ist aber wirklich so ein bisschen lichtschutzfaktorlastig. Der ist so ein bisschen extrem glowy. Also das ist kein Primer für ölige Haut. Definitiv nicht. Aber für diesen frischen Look perfekt. Ihr seht sofort, ich habe nur ein bisschen genommen. Das ersetzt, ich sage es immer wieder dazu, nicht den Lichtschutzfaktor. Ihr könnt den aufbauen, aber trotzdem 20 ist ja dann immer noch viel zu wenig. Bitte, 50. Und so sieht das Ganze doch schon richtig, richtig frisch aus. Im Prinzip ist das so mein Sonntagslook. Hauptsache Pflege im Gesicht. Die Haut ist speckig. Das sieht aus, als hättet ihr wirklich im Olivenöl mehr gebadet. Aber mit der Foundation machen wir das Ganze so ein bisschen alltagstauglicher. Und da nehme ich 2 zusammen. Das wollte ich mal ausprobieren mit euch. Und zwar einmal die neue Perfect Nude Foundation von L'Oreal. Die ist ja sehr gehypt gewesen nach dem Video von Hattie und von mir. Eine sehr, sehr tolle Foundation, weil die halt diesen Glow mit drin hat. Da gebe ich mir ein bisschen mehr mit drauf und gebe einen Spritzer von der Trended Up Foundation mit rein. Die ist ja auch recht neu. Auch hierzu habe ich ein komplettes Video gemacht. Ich habe sie jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen getragen. Sie ist gut. Sie ist gut. Aber ich finde die Rossmann Foundation persönlich ein bisschen besser. Ich nehme jetzt hier die 60. Ich möchte heute einen richtigen bronzy Look haben. Gebe mir ein bisschen was davon rein und mische mir das auf meiner Mischplatte. Ist für euch unten verlinkt. Super, super praktisch, wenn ihr genauso mischverrückt seid wie ich. Das macht einfach Spaß. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Chemiebaukasten. Können wir einmal kurz über das Color Match reden? Wie perfekt passen diese Farben zu mir? Ich mache heute wirklich ein Full Coverage Make-up und arbeite mir das Ganze mit einem Foundation Brush ein. Gehe ich hier einfach so ein bisschen lang und dann seht ihr ja auch, also das ist jetzt kein First Impression oder so, sondern das ist wirklich, wir applizieren Make-up, haben Spaß dabei und ich zeige euch, wie schön das Ganze aussehen kann mit Drogerie-Make-up. Das ist ja so mittlerweile mein Steckenpferd hier auf YouTube, das wisst ihr ja mittlerweile. Und das ist schön zu sehen, wie sich die Drogerie einfach kontinuierlich verändert und verbessert und wir mittlerweile die schönsten Finishes haben. Look at her. She's a bronzy goddess. Ich komme ein Stückchen näher, dass ihr euch das Ganze einmal anschauen könnt. Können wir ganz kurz darüber reden, wie schön die Base aussieht. Dieses Frische, dieses Glowy, dieses sehr Deckende. Ich sehe schon wieder ein bisschen aus wie mein Hintergrund, aber I love it. Ich gehe ein bisschen mit einem Spray hier rüber. Das ist von Sans Souci aus Baden-Baden, so ein Gesichtsspray. Gibt es auch für 1 € von Rossmann, aber einfach für nur so ein bisschen Erfrischung und Erfrischung. Hä? Habe ich doch gerade gesagt. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Ich möchte mir noch ein bisschen Concealer auftragen. Da habe ich tatsächlich schon lange keinen mehr aus der Drogerie gehabt. Also, ich weiß nicht, ob das an mir vorbeigegangen ist oder ob es wirklich im Moment keine neuen Drogerie-Concealer gibt. Haltet mich da bitte, oder updatet mich da mal bitte, falls ihr da so ein bisschen Erfahrung mit habt. Gibt es aktuell neue Concealer in der Drogerie, die für mich in Frage kommen? Also, ich brauche keinen
weiß ich nicht. Oh Gott, erinnert ihr euch an dieses Nivea-Drama, dieses Nivea-Concealer-Ding, was gesagt hat, hat eine starke Deckkraft? Und ich dachte mir so, für was? Ich nehme jetzt hier einfach einen von NARS, den benutze ich im Moment sehr, 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 sehr gerne. Und passt so ein bisschen zu diesem erfrischenden Look. Und ich möchte auch gar nicht viel setten heute, nur ein bisschen unter den Augen erstmal. Und zwar benutze ich auch hier sehr, 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 sehr gerne das Age Perfect Kollagen Puder. Das ist so ein bisschen, ich würde es nicht als Dupe zum Charlotte Tilbury Puder bezeichnen, weil das hat hier Glow drin, aber das hat einen ähnlichen Effekt auf der Haut am Ende des Tages. Also es sieht sehr, sehr frisch aus. Das Charlotte Tilbury Puder, ich weiß nicht, was sie da reingemacht hat. Wahrscheinlich hat sie da kleine Feen reingemischt oder so, die sich dann auf die Haut legen und denken. Aber das ist wirklich so ein Puder, wo man sagt, okay, da kann man mal ein bisschen rüber gehen. Das fixiert ein bisschen, das mattiert ein bisschen und sieht sehr, 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 sehr frisch aus. Was ich jetzt mache, ich gehe erstmal kurz mit einem losen Puder unter meine Augen, aber wirklich nur punktuell, denn ich hatte euch das, glaube ich, nicht gezeigt, außer, nee, ich glaube, ich habe es euch gar nicht gezeigt. Das ist von Catrice, das ist dieses Schätzchen hier, der Holiday Skin Serum Bronzer. Ich schüttel den mal ein bisschen. Das ist ein flüssiger Bronzer. Ich habe den jetzt in der Farbe 010 Escape to the Beach. Sieht super, super spannend aus. Ist sehr, 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 sehr warm. Was ihr damit gut machen könnt, ist, wenn ihr eine Foundation habt, die zu hell ist, das hier mit reinmischen und dann habt ihr einfach diesen, ja, Summer Touch. Also er ist sehr warm, wie gesagt, ne? Ich gehe hier einfach ein bisschen rüber und wärme mir das hier auf. Sehr, sehr leichte Konsistenz. Eignet sich, finde ich, fast am besten ohne Make-up. Also wenn man den wirklich nur auf die pure Haut gibt, um das so ein bisschen frischer zu machen, hat auf jeden Fall eine sehr feuchte Konsistenz. Ich benutze den sehr, sehr gerne für diese super, super bronzy Looks. Also wenn ich, weiß ich nicht, full on beige braun angezogen bin, ein schönes Instagram-Pic oder so, dann sieht der schön aus. Also ihr seht, der ist sehr, sehr warm. Es kommt nächste Woche ein neuer Drogerie-Bronzer raus oder diese Woche. Ich glaube, ihr seht den das erste Mal bei mir am Freitag. Am 3. ist der Launch. Will ich noch nicht zu viel vorne wegnehmen. Aber der lässt sich halt dadurch, dass er so flüssig ist, schon mal ganz gut einblenden. Und falls euch das nichts ist, falls euch das zu gefährlich ist, weil es kann recht schnell schief gehen, dass es zu warm wird, wartet noch ein paar Tage. Mein Video zu den Produkten geht, glaube ich, nächsten Montag online oder Mittwoch. Und Freitag habt ihr das Reel schon gesehen. Sehr, sehr schöner neuer Bronzer in Pudertextur. Sieht so schon mal sehr, sehr, ja, schön warm aus. Ich mag das ja im Moment. Ich gehe nochmal so ein bisschen hier unter den Augen lang. Und mit dem restlichen Puder, was ich hier habe, gehe ich einfach komplett übers Gesicht. Also damit fixiere ich alles andere nochmal so ein Stück. Und habe wirklich diesen Sun-Kissed Natural Vibe. Wenn ich mir jetzt noch Freckles drauf machen würde, würde ich aussehen, als hätte ich viel geschlafen, was ich im Moment definitiv nicht tue. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde so, nach dem Sommer ist die stressigste Zeit im Jahr für mich. Also so September, Oktober, November und zum Dezember wird es dann wieder ein bisschen ruhiger. Aber das sind für mich die krassesten 3 Monate und ich freue mich aber drauf, weil die letzten 1,5 Jahre waren ja eher so ein bisschen ruhig. Es gibt den Holiday Skin Bronzer auch in Pudertextur, auch hier in 2 verschiedenen Farben. Ich glaube, ich brauche nicht mehr viel. Also ich gehe jetzt hier ein bisschen rein, der ist sehr hell, damit kann man den Bronzer auch gut fixieren. Benutze ich gerne. Der riecht 1:1 wie der von Essence aus der, oh Gott, diese Kakao-Version. Guter Bronzer, sehr solide, guter Preis. Zum Blushen, das ist mein persönlicher Favorit, sind die Catrice Blush Boxes. Ich liebe diese Blush Boxes über alles. Die sind super, super günstig, sehr, sehr schön und es gibt sie in vielen verschiedenen Designs. Ich habe jetzt hier den neuen in der Farbe Warm Soul. Ich gehe hier einfach rüber, boom. Pigment. Boom. Pigment. Look at that. Er ist drauf und wenn ich jetzt das Licht wieder, das ist mein Favorit hier mittlerweile, das wisst ihr, ne? Ich gebe mir das, also ich drehe das Licht dann einmal hier hin, dass ihr diesen Effekt auf der Haut sehen könnt. Die Haut ist glowy, die Haut ist fresh und ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so cute. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche euren liebsten Drogerie-Neuheiten sind. In der letzten Zeit ist ja sehr, sehr viel rausgekommen, was ich persönlich super spannend finde wieder. Ich mache mir aber einmal kurz die Augenbrauen drauf. In der Zeit könnt ihr so ein bisschen was in die Kommentare tippern. Und dann habe ich eine neue Lidschattenpalette, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob sie mir gefällt oder ob ich sie schrecklich finde. So seht ihr die Base auch nochmal von Namen. Ich habe kaum Puder benutzt. Es ist alles trotzdem fixiert und frisch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch nochmal mit dem Spray hier rüber gehen.
Geruch. Das riecht so ein bisschen wie Zimtsterne und Kokosmakronen zusammengemischt. Love it. Okay, Lidschattenpalette habe ich euch versprochen. Ihr wisst, es gibt im Moment jeden Monat eine neue Lidschattenpalette von BH Cosmetics. Und aktuell ist es diese hier, die Peary Dot Palette für August. Ist spannend, aber auch ein bisschen schwierig, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, ob wir damit arbeiten können. Ich glaube ja. Ich habe eine Idee. Kriegen wir sie umgesetzt? Ich weiß es nicht. Aber was ihr wisst, mit dem Code MAXIM10 spart ihr immer auf alles, auch auf Sale. 10% bei BH Cosmetics Online, also schaut da gerne vorbei. Die Pinselsets, große Empfehlung. Im Moment ist Ausverkauf von den Produkten von Ellie und Bella. Und also 10% ist immer sehr, sehr gut. Ich starte mal als erstes mit der Farbe Independent. Das ist so ein schönes, warmes Rot. Und gebe mir das hier hin und stempel mir die Farbe richtig schön hier rauf. Und zack, Pigment ist da. Okay, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, also ihr kennt ja meine Lidschattentechniken, ne? Ich mag es gerne, das habt ihr auch bei meiner Lidschattenpalette mit Catrice gesehen, wenn man so in Reihen ein bisschen einfacher denken kann und Farbabstufungen drin hat. Das macht das Make-up für Anfänger und Anfängerinnen vor allen Dingen viel, viel einfacher, weil man nicht so viel Blenderarbeit benötigt. Hier, wenn ich von Rot jetzt zu Grün will, das zu verblenden, dass es ordentlich aussieht, ist schon ein Kampf. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich bin ja nicht Niki Tutorials hier, ich bin ja einfach nur... Ja, das finde ich immer so süß, weil ich bin ja wirklich nicht die größte Lidschattenmaus auf der Welt, aber trotzdem liebe ich Lidschatten über alles. Und die Qualität hier ist einfach fantastisch. Man kann die Farbe richtig schön aufbauen und dann so dunkel kriegen wie in der Verpackung. Ich finde sogar fast noch ein bisschen dunkler. Ich gehe jetzt mit einem sauberen Pinsel in die Farbe Outgoing. Das ist dieses Senfgelb, hat ein bisschen Kickback, aber damit will ich die Farbe ausblenden. Ich bin gespannt, ob das klappt und wie das aussieht, weil... Ja, Okay, ich baue mir die Farbe erstmal hier außen auf und dann gehe ich mit dem anderen Pinsel nochmal rüber. Ja, also das Gelb ist recht gut pigmentiert, vor allen Dingen, wenn man das wirklich erstmal so raufpresst und dann ein bisschen ausblendet. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel von eben einfach rüber, weil wenn ihr Gelb auf so Orange gebt, dann wird das so ein bisschen schmuddelig. Ich weiß nicht warum. Also das hat jetzt nichts mit der Lidschattenpalette zu tun, sondern einfach nur mit der Reihenfolge der Applikation. Schöne Farbe, schön warm, aber nicht so langweilig warm. Ich nehme meinen liebsten Pinsel von Letizia hier. Das ist der N7 und gehe in die Farbe Brave. Das ist ein dunkles Grün und das setze ich mir hier außen hin. She's pigmented. Übrigens, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Natasha Denona launcht eine neue Lidschattenpalette in die Retro-Palette, habt ihr ja schon gesehen. Ich habe sie ja auch schon hier. Ich darf wieder Teil der Kampagne sein. Da freue ich mich natürlich unendlich. Ich wollte euch aber vorher fragen, wollt ihr dazu ein Video haben? Ich kriege kein Geld für die Kampagne. Ich habe sie einfach nur vorab bekommen. Darf ein Reel dafür drehen, weil Natasha Denona oder das Team von Natasha Denona halt mein Content gerne mag. Haben sie mir die Produkte zur Verfügung gestellt. Also das ist keine bezahlte Partnerschaft mit Natasha Denona, sondern einfach wirklich, sie schicken mir die Produkte und ich darf vorab ein Content dazu produzieren und wollte euch aber fragen, wollt ihr dazu ein Video? Weil die Palette ist eine sehr alltagstaugliche Palette zu einem Natasha Denona Preis, aber sehr schmeichelnd. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ich habe sie tatsächlich noch nicht benutzt. Ich würde ein First Impression machen mit euch. Gefällt mir gut. Wir haben jetzt hier noch die Farbe Enthusiast. Und Peary Dot. Das ist halt dieser krasse Ton. Ich glaube, ich gehe erst mit dem bläulichen hier rüber. Wow, der schmilzt so ein bisschen auf dem Auge. Und mit dem Grün hier vorne. Und jetzt sehe ich aus wie ein Papagei. Geh jetzt nochmal in Brave ganz leicht und blende mir das hier außen hin, dass das so ein bisschen besser dazu passt. Sehr, sehr schöne Palette. Also jetzt aufgetragen, gefällt mir das super, super gut. Hätte ich nicht gedacht. Eine Frage habe ich an euch. Bitte, da brauche ich jetzt eure Hilfe. Also ich habe ja immer nur einen begrenzten Platz hier, weil, also hier ist die Wand und hier ist die Wand. Das ist eigentlich die Kamera, wenn sie komplett zurückgedreht ist. Stört euch das? Also ich finde, so sieht man halt viel mehr, ne? Ich kann das ja noch ein bisschen ordentlicher machen, dass hier nicht der ganze Kram liegt. Aber ganz ehrlich, ich finde, so sieht das Ganze nochmal so ein bisschen persönlicher aus, oder? Also schreibt mir gerne, ob euch das gefällt. Mögt ihr das nicht? Oder wollt ihr lieber wie immer so dieses Classic-Beauty-Guru-Ding? Weil ich finde, so hat das was, als würden wir hier gemeinsam so ein bisschen sitzen, ein bisschen quatschen und ich kann euch ja dann immer ranholen, ne? Aber, weiß ich nicht, irgendwie fühle ich es gerade. Ich habe nämlich noch ein Produkt für die Lippen. Ich gebe mir erst aber ein bisschen Mascara rauf. Das ist die neue Catrice Glam & Doll Sensitive Volume Mascara mit einem recht flexiblen Bürstchen.
Macht super schöne Wimpern. Also dafür, dass es eine Sensitive Mascara ist, benutze ich die sehr, sehr gerne, weil sie einfach die Wimpern komplett schwarz macht. Die Borsten sind ein bisschen spitz, also ihr müsst aufpassen, dass ihr euch damit nicht aus Versehen ins Auge stecht, aber es passiert mir eigentlich bei jeder Mascara. Wunderschöne Wimpern. Also wirklich. Und die halten wirklich gut. Jetzt aber zu den Lippen. Meine neue absolute Lieblingskombi, wenn es nicht Liquid Lipstick ist. Nabla Lip Liner in der Farbe 5. Ich habe noch nie einen besseren Lip Liner gehabt. Schön braun. Und dann ist das der neue von Essence. Ich glaube 1,29, 1,49 in der Farbe Hydrating Nude 301 Romantic. Das ist das kühlste. Das ist schon fast grau. Aber mit einem warmen braunen Lip Liner gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich mische ganz gerne manchmal hier von Catrice diesen Peppermint Berry Glow mit rein, weil der es dann noch ein bisschen wärmer wieder macht. Ich finde, so sieht es recht leblos aus. Und habe dann wirklich eine super schöne nudefarbene Lippe. Und das ist der Look Full Face mit Drogerie-Neuheiten. Wie gefällt ihr euch? Was sagt ihr? Was sind eure liebsten Drogerie-Neuheiten? Ich bin super begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass die Lidschattenpalette so schön funktioniert auf den Augen. Ich freue mich natürlich auf euer Feedback. Hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen und würde vorschlagen, wir sehen uns hier am Freitag wieder. Passt auf euch auf.